Libertas-Haus! Hallo, hier bin ich wieder zum 22. Abschnitt. Und bis jetzt habe ich die Regelzeug noch in Ruhe gelassen. Das soll auch so bleiben. Und dann fangen wir auch gleich an, oder? So, upsie, tut mir leid, ich wollte nicht wackeln. Grömlitz, Herbst 2012. Laut bollernd scheppert das alte Holztor. Eine Stimme ist zischelnd und lallend zu hören, Worte unverständlich. Irritiert legt Corinne das Buch beiseite, in dem sie gelesen hat, auf der alten Holzbank am Tisch sitzend, die Füße bequem auf dem Tisch, ein Glas Rotwein neben sich. Es ist Herbst geworden, die Nächte kälter, die Linde vor dem Haus trennt sich von ihren golden gewordenen Blättern und belegt den Hof mit einem weichen, dichten Teppich, der jeden laut schluckt, sodass Corinne nicht hören kann, ob der nächtliche Besucher sich der Haustür nähert. Denn Nacht ist es, eigentlich die Zeit, in der alles zur Ruhe kommt und Gelegenheit ist, noch ein halbes Stündchen zu lesen, bevor man ins Bett geht. Unten klappert nun die Haustür. Corinne öffnet die Tür der Wohnküche und schaltet das Licht im Gang an. Sie geht zum oberen Treppenansatz und lugt ins Erdgeschoss. Hier steht wankend und vor sich hin lallend die Frau von Heiko Bagger. Das kleine, verhuschte Ding, mager bis auf die Knochen, kann sich kaum auf den Beinen halten. Der rechte Arm hängt sonderbar verdreht an ihrer Seite. Ein schmaler Blutfaden rinnt ihr aus dem Mund. Oh mein Gott, was ist denn mit Ihnen geschehen? Eilig läuft Corinne die Treppe hinunter. Die Frau lallt Unverständliches. Sie schwankt, kann sich kaum auf den Beinen halten. Nicht klar ist, ob wegen der Verletzung oder wegen ihrer Trunkenheit, über die der schnapsschwangere Atem deutlich Auskunft gibt. Was ist passiert? Wiederholt Corinne dringlich. Aber die Frau gibt noch einen letzten, unverständlichen Seufzer von sich und sinkt dann zu Corinnes Füßen zusammen. Scheiße, murmelt diese unterdrückt. Was mache ich denn jetzt? Oh, Vorsicht. Mit spitzen Fingern rüttelt sie die Frau an der Schulter. Das Blut aus deren Mund vermischt sich mit Speichel und tropft auf den Fußboden. Scheiße, 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 murmelt Corinne unterdrückt. Was mache ich denn jetzt? Krankenwagen holen? Denkt sie. Polizei? 110 Notruf. Sie rennt die Treppe hinauf und sucht fieberhaft nach ihrem Handy. Da auf dem Tisch unter dem Buch. Gott sei Dank. Sie wählt die Notrufnummer. Nach einer gefühlten Ewigkeit wird abgenommen. Hastig schildert sie die Situation, nur um zu erfahren, dass man nicht zuständig sei, dass sie versuchen solle, die Frau selbst in ein Krankenhaus oder zu einem Arzt zu fahren, dass ein Fahrzeug frühestens in einer Stunde kommen könnte, da man unterbesetzt sei. Unterdrückt, fluchend rennt sie die Treppe wieder hinab. Die Frau liegt unbewegt auf der Seite und sabbert Blut und Speichel. Sie greift der Frau entschieden unter beide Arme und versucht, sie hochzuheben. So ein Mist. Die Frau sieht aus wie ein Knochenhaufen, aber scheint Tonnen zu wiegen. Sie kriegt den schlaffen Körper keinen Zentimeter bewegt. Dietmar. Sie muss versuchen, Dietmar zu erreichen. Der kann helfen. Zitternd wählt sie die Kurzwahl von Dietmars Nummer in ihrem Handy. Endlich, nach endlosen Freizeichen, hoffentlich ist er noch nicht im Bett, geht er ans Telefon. Schnell ist die Situation geschildert. Wenig aufregend. So wenig aufgeregt, sowas ist doch bei denen an der Tagesordner, sagt Dietmar seine Hilfe zu. Er wolle mit seinem Auto, einem alten, würdigen Lader aus DDR-Zeiten kommen. Und was willst du denn von mir? Er wolle mit seinem Auto, einem alten, würdigen Lader aus DDR-Zeiten kommen und beide abholen und nach Halle ins Krankenhaus fahren. Ach, danke und bis gleich. Corinne seufzt, ein Lächeln der Erleichterung. Nach kurzer Zeit schon ist das unverwechselbare, hohle Motorengeräusch von Dietmars Lader in der nachtstillen Dorfstraße zu hören. Dann sein schwerer Schritt auf der Treppe, die Tür auf, wunderbar. Er nimmt die Bewusstlose wie eine Feder hoch und trägt sie zum Auto. Gähnend richtet sich Corinne im Bett auf. Auweia, glücklicherweise ist Tino da und versorgt die Pferde. Verschlafen. Hastig springt sie aus dem Bett. Um 11 kommen die Esswagen. Sie braucht Brot und Butter. Das erlaubt keinen Aufschub. Früher zu DDR-Zeiten hatte das kleine Dorf einen Konsum, der sich kurze Zeit über die Wände gehalten hatte, aber dann zugemacht wurde. Der nächste Laden befand sich 10 Kilometer entfernt in der nächstgrößeren Stadt. Über die Dörfer fahren aber zu bestimmten Zeiten zweimal wöchentlich Esswagen, in denen man den täglichen Bedarf erwerben kann. Brot, Butter, Wurst, Fleisch, Käse, Eier. Und das halbe Dorf trifft sich dort, zu diesen festgesetzten Zeiten, Klatsch wird ausgetauscht. Beziehungspflege auf dem Lande. Schnell läuft Corinne ins Bad, eilig waschen, Einkaufskorb einsammeln, Geldbörse. Die Nacht war lang gewesen. Dietmar und sie hatten die Frau in die Klinik gebracht. Die war die ganze Fahrt über bewusstlos gewesen. Im Krankenhaus hatten sie sie in einen Rollstuhl verfrachtet und in die Notaufnahme gefahren. Zu den Daten der Frau befragt, konnten sie nichts angeben als deren Adresse. Wussten sie doch beide nicht den Namen, das Alter oder die Krankenversicherung. Corinne musste letztendlich ihre Daten hinterlassen als Ansprechpartner wegen weiterer Informationen. Bis sie endlich die Klinik verlassen hatten, stand fest, dass der rechte Arm der Frau gebrochen war, sie Schläge auf den Kopf erhalten hatte und unter schwerem Alkoholeinfluss stand. Schweigend waren Corinne und Dietmar zurückgefahren. Die Stimmung war gedrückt gewesen. Jeder hatte wohl an die Frau gedacht und ihr trauriges Los. Ob sie wohl zu ihm zurückkommt? Fragt Corinne schließlich. Wahrscheinlich, sagt Dietmar nach einer Pause. Das ist bei denen schon immer so.
Nehmen wir mal an, sie hat auch keine andere Bleibe. Lebt von Hartz IV, dann der Alkohol. Die hat keinen, weißt du. Die geht zu dem zurück, weil sie sonst alleine wäre. Und das wäre noch schlimmer. Seine letzte Frau hat sich aufgehängt, sagt man, sagt Corinne. Dietmar nickt. Ja, an der Kirche. Ja, da hat sie gefunden. Guter Mann, aber das hat ihn schwer getroffen. Da konnte man nicht helfen. Auch in der Kirche nicht? Wenn man doch die Geschichte kennt, kann man da nicht mal hingehen und ihr Hilfe anbieten? Ihr wohnt seit Urzeiten zusammen in diesem Dorf und keiner kümmert sich. Dietmar dreht den Kopf und sieht Corinne lange schweigend an, sodass sie ihn schon anstoßen möchte, damit er auf die Straße achtet. Wenn du so denkst, dann wirst du es schwer haben auf dem Dorf. Das Dorfleben besteht aus Wegsehen, nicht Hinsehen. Und wenn einem nicht geholfen wird, dann wird einem nicht geholfen. So ist das eben. Auch die Kirche nicht. Denn das sind auch die Dorfleute, die die Kirche machen. Und wenn du dagegen verstößt, dann bist du auch alleine bei denen, denen eben nicht geholfen wird. Aber, fängt Corinne an, da kann man gar nichts tun? Irgendwie anfangen? Selber was tun? Aber Dietmar sieht nun wieder unbewegt durch die Windschutzscheibe und schweigt. Sie bricht ab. Schweigen. Wortlos fahren sie langsam durch die Nacht. Wortlos und irgendwie traurig. Warum nur ist die Welt so, wie sie ist? Grübelt Corinne. So, das war es für heute. Ich habe gar nicht so genau mitgekriegt, wer mich hier mal alles irgendwie angeknabbert hat. Ich glaube, das war Elsa, die so neben mir stand plötzlich. Und ich glaube, die Ziege ist auch hinter mir langgelaufen. Also ihr merkt schon, wenn ich hier meine Videos drehe, dann ist das wesentlich viel belebter. Und es fällt mir manchmal echt schwer, mich zu konzentrieren, aber ich gebe mein Bestes. Und ich habe natürlich auch die große Hoffnung, dass es euch ein bisschen mehr Spaß macht, wenn ihr mich hier, sag ich mal, irgendwie in Action seht, als wenn ihr immer nur, ja, meine Zimmerwand hinter mir seht und ich da so lang labere. Aber wie gesagt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, weil vielleicht liege ich da auch voll falsch und ihr denkt euch jedes Mal nur, was macht die da eigentlich? Und voll doof. Und das würde ich dann natürlich auch gerne wissen, weil nur dann kann ich auch drauf eingehen. Und wenn es euch gefällt, dann schreibt mir das einfach auch in die Kommentare, weil dann freuen wir uns natürlich auch, wenn wir ein positives Feedback kriegen. Und des Weiteren habe ich noch ein persönliches Anliegen. Was heißt persönliches Anliegen? Wir haben wunderschöne Karten gedruckt und ich hoffe natürlich, dass viele von euch diese Karten sehen. Und vielleicht achtet ihr einfach mal ein bisschen drauf. Vielleicht seht ihr ja irgendwo Karten rumliegen von uns. Wir haben nämlich, oh, Niki kommt schon wieder. Wir haben wirklich richtig, richtig schöne Postkarten gedruckt. Genau, und vielleicht achtet ihr mal drauf. Und da könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr vielleicht auch durch diese Karten auf uns gestoßen sind. Dann haben wir so ein bisschen Feedback, ob die Leute uns auch wahrnehmen darüber, ob die Karten vielleicht auch ansprechend sind. Weil vielleicht, ich weiß ja nicht, wir haben das jetzt so nach unserem, also wie wir sagen würden, okay, das würde mich ansprechen, wenn ich so eine Karte irgendwo rumliegen sehe, würde ich mir die angucken und würde sagen, so, die würde ich, das wüsste ich gerne, was das ist. Aber vielleicht liegen wir da auch voll daneben. Und vielleicht denken sich die Leute so, was? Aber ich meine, wie gesagt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, weil dann können wir das nämlich auch verbessern und verändern und auf eure Wünsche und sowas eingehen. Und genau, schreibt mir vielleicht auch einfach mal in die Kommentare, wenn ihr auf unsere Videos gestoßen seid, indem ihr so eine Karte gefunden habt. Ach, Niki, du bist ein Monster. Genau. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss.